Das ist ja schon toll. Und jetzt geht's los, 20:07 Uhr, Start in die Box-Bundesliga 2011-2012. Ein herzliches Willkommen in dieser sehr schönen und freundlich renovierten Halle in Fellbornbiert. Der Fellborner Boxclub begrüßt ganz besonders unsere Gäste aus Babelsberg an der Spitze Mannschaftsleiter Ralf Mantau. Bevor ich hier ganz viele Gäste, Ehrengäste und offiziell begrüße, sage ich mal einfach, wir starten sofort in Richtung Boxsport. Und zwar stelle ich Ihnen die Mannschaften vor. In einem Einlagekampf Senior 81 Kilo von Schwergewicht, Gral aus Motor Babelsberg gegen Kotsch, Fellbotter Boxclub. In der Kabine, die machen sich warm, wie man so schön sagt, und gleich geht's mit denen als ersten Kampf zur Sache. Bundesliga, erste Bundesliga, und wir freuen uns, dass die Freunde aus Babelsberg wieder dabei sind. 56 Kilogramm Battergewicht, Schneider, Motor Babelsberg, gegen Magarow, VPC. Keine Angst, die sind nicht hinten gegangen, die boxen gleich natürlich hier im Ring. Zurzeit machen sie sich warm in der Kabine. 60 Kilogramm Klasse Leichtgewicht. Gaschi, Babelsberg. Gegen unser Neuzugang-Körper, Arthur Brill. In der 64-Kilo-Klasse steht sich gegenüber, das ist das Weltergewicht für Babelsberg, Stenek. Und für den VBT Burhardt. Weltergewicht 69 Kilogramm, Marutjan aus Babelsberg, Nerjasov vom BT. Nach diesem Kampf findet eine 15-minütige Pause statt. Und dann geht's weiter, Mittelgewicht 75 Kilogramm, Karimov, Babelsberg, gegen Mullenberg, Fellbotter Boxclub. Minin Babelsberg gegen Krause Fellbotter Boxclub. Ja. 91 Kilogramm Sumpatios Babelsberg gegen Signer Fellbotter Boxclub. Und den Superschwergewicht über 91 Kilogramm. Brechlin für Babelsberg. Gegen Pfeiffer, Fellbotter Boxclub. Ich bitte beide Mannschaften um ihren Sportgruß. So, die beiden Mannschaften, dann bitte aus.